Nein! Aus! Aufhören, hab ich gesagt! Okay, machen wir was anderes. Nein! Was ist denn das? Wie wird mir denn? Fräulein Goal, hören Sie mich! Sie haben eine Überdosis Sodium-Amytal injiziert bekommen. Sie müssen jetzt bei mir bleiben. Hören Sie? Bleiben Sie bei mir! Nein! Was? Warum nicht? Weil... Goal! Weil ich Rufus liebe. Nein! Oh. Stopp! Goal! Goal, das wollte ich nicht! Diesen nichtnutzigen Tischmülleimer aus den Augen! Werft ihn von Bord! Sofort! Was hab ich getan? Goal! Oh Mann! Was hab ich getan? Oh Mann! Rufus, du Pfeife! Hinsichtlich Goals Tods und dem Verlust der Codes seien hier die Bonmots aufs Minimum beschränkt. Was? Die Lage war trostlos, der Kloß in der Brust groß, wie der Koloss von Schrotters. Logisch, wenn man bedenkt, dass Rufus ins Wohnlose fiel und ihm sein Leben wie ein Spiel für immer am Auge vorbeilief, ein grauer Trauermarsch. Und da wurde ihm klar, dass dies das Ende war. Schloss aus, Game Over und alles im Arsch. Hussa und alles im Arsch. Hossa und alles im Arsch. Aua. Was? What? Die Hölle. War ja klar. Die Hölle. Nee, jetzt. Echt? Echt jetzt? Wirklich? Oh nein. Okay, wir tun es. Wir kennen uns ja aus. Das war's mit Deponia. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Komisch irgendwie. Tutorial. Und Knopf drücken. Ja. Was war denn das? Was? Ja, what? Was ist denn das hier? Das ist irgendeine Masse. Noch ein Yin-Yang. Noch eins drauf. Okay, es ging anscheinend. Aha. Das fällt immer runter, wenn man die Presse drückt. Das ist ja witzig. Was ist, wenn ich das Ding nicht in die Aussparung lege? Dann doch rein. Aber... Tja. Es ist ja... Was? Hä? Was war das? Merkwürdige Bodenplatte. Hä? Okay. Das ist echt einmalig. Ich glaube, wir brauchen nochmal dieses Ding. So, wir nehmen das Ding. Gehen auf die Bodenplatte. Und legen es drauf.
Haha. Stromumkehrer. Ja. Yeah. Ist das? Konsole? Aha. Aha. Baseball. Geht nix. Ah, jetzt geht was. Sockel. Okay. Du kannst austauschen oder wie? Anscheinend. Stöhn. Okay, wir haben es einfach nur rausgenommen, den Stromumkehrer. Und wir drücken mal den Knopf. Das Yin ist drin. Ja. Nee, das Yin ist nicht drin. Da ist es doch. Man kann es nicht nehmen. Okay, Stromumkehrer mit Knopf vielleicht. Ah, okay. Und nun? Aha. Zum Fließband. Aha. Ah, jetzt. Was? What? What the fuck? Was war das? Okay, es hat mit dieser Konsole zu tun. Ich weiß nicht. Anleitung. Na, probier mal. Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit Hilfe der Sicherungen die Reihenfolge der Demontagestationen zu verändern, sodass in einem Stück am Ende des Fließbandes ankommt. Okay. Ja, ich hab's verstanden. Und wir müssen uns wahrscheinlich erstmal gefrieren. Damit wir... Oh, Moment. So. Wir müssen uns gefrieren, damit wir dann mit Feuer erweckt werden können. So, jetzt schauen wir mal. Sicherung. So. Gefrieren. Dann Feuer. So. Was ist das? Keine Ahnung. Zerschnitten. Laser. Baseballschläger. Nee. Baseballschläger zum Zusammenkloppen? Ich weiß nicht, mal gucken. Rufus Multikill. Genau. Genau, Nachtspion. Multikill. Mal schauen, ob wir jetzt einen Multikill haben. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Oh. Scheiße. Hä? Hab's geschafft? Errungenschaft freigeschaltet und täglich grüßt das Murmeltier. Cool. Ich weiß zwar nicht, wieso wir es geschafft haben. Wahrscheinlich, weil der Schläger, Schrottballschläger heißt der. Weil er zum Schluss wieder alles wahrscheinlich zusammenhaut, also alles ganz haut. Vermute ich jetzt mal. Er grummelt. Schrottballschläger. Einen Schrottballschläger habe ich schon mal. Als nächstes werde ich mir dazu die passenden Antworten holen. Okay. Wir gehen mal. Oh, wir müssen ins Licht gehen. Wir müssen ins Licht gehen. Nein, geh nicht ins Licht.
Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Sehr geil, sehr geil. Volltreffer die zweite. Yeah, also heute hast du den Lauf. Ja, ist echt cool gelaufen jetzt. Ziemlich schnell. Ziemlich schnell sind wir weitergekommen. Es gibt nur eine wichtige Reihenfolge und genau die hast du direkt getroffen. Ich weiß gar nicht wieso, also bei dem ersten war ich mir sicher, beim zweiten, dass es gefriert und dann wieder aufgetaut wird. Ja, okay, ist logisch. Danach war echt Glück. Also die diese Messer müssen ihn wohl zerstückeln, die Laser müssen ihn wohl auch zerstückeln und dann der Schläger haut wieder alles ganz. Irgendwie, also verstehe ich zwar nicht, aber okay. Hier sind Trichter. Krummel. Okay. Eiweiß, Wasser, Fett, Kohlenhydrate, Mineralstoffe. Mysteriöse sechste Anzeige. Okay. Okay, hier kann man nichts drücken. Ansonsten ist hier nichts mehr. Dann gehen wir jetzt mal raus. Hey, aha. Du! Der halt doch mal stehen! Ich verlange Antworten! Ja, okay. So ein Mist! Oh, was gibt's da? Plur Office. Man kann es nicht nehmen, aber wir gehen mal runter, glaube ich. Oh, was ist das? Wow, da gibt es viel, viel zu mitnehmen. Eine Ölflasche zum Beispiel. Tür. Ach, das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Das ist eine Tür, wo jemand reingeht. Echt? Okay. Oliven. Jawohl. Ein Gewächshaus. Bohnensack. Echt? Der nimmt es im Mantel mit. Okay. Warum nicht? Ganzer Sack Bohnen. Was soll ich damit? Reines Leergut. Okay. Ölmühle. Das ist ziemlich witzlos, wenn sie leer ist. Wir legen mal die Oliven da rein. Zack. Aha. Jetzt. Flakon. Super, wir haben Öl, Wasser. Oh, wir nehmen gleich den ganzen Bottich mit. Warum auch nicht? So. Und jetzt? Unterlatschen können wir ja nicht. Okay. Gehen wir dahinter. Was ist das? Eine Stechuhr? Haben wir irgendwas zum Stechen dabei? Nö. Irgendwas zum Hauen dabei? Aha. Nimm das! Okay, hat nichts gebracht. Ist bald mal Feierabend? Wer Feuer im Mantel mitnehmen kann, kann auch einen Bohnensack mitnehmen. Oh ja, auf jeden Fall. Das dürfen wir nicht vergessen. So. Ölflasche mit Fett, Wasser, Eiweiß, Mineralstoffe, Kohlenhydrate. Also Fett auf jeden Fall. Oh. So. Ob das hier wohl eine der fehlenden Zutaten ist? Ob das hier wohl eine der... Ob das hier wohl eine der... Nee. Ob das hier wohl... Okay, Bohnensack, Olivenöl, das frische Olivenöl. Ob das hier wohl eine der fehlenden Zutaten? Ne, okay. Keine Ahnung, was, wie das jetzt geht. Ob das hier wohl eine der fehlenden Zutaten ist? Verstehe ich nicht. Bohnensack mit Ölflasche. Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet.
Müssen wir vielleicht mit dem Schrottballschläger die Boden klein hauen? Ich bin tatsächlich ziemlich geladen, aber ich finde bestimmt etwas Besseres, um Dampf abzulassen. Okay. Wasserspender mit Wasser. Ob das hier wohl eine der fehlenden Zutaten ist? Keine Ahnung. Ach so, wir müssen sie reinkippen, oder? Ah. Oder auch nicht? Okay. Wenn das hier die Küche ist, bin ich. Also kombinieren geht anscheinend nicht. Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch. Und wenn das hier auf dem Sack steht, Sojabohnen. Sojabohnen. Aber drin sind nur so weiße Kügelchen. Vermutlich eine Kakerlakenkolonie. Bohnensack, Sojabohnen. Das ist Eiweiß. Das ist Eiweiß. Ich bin tatsächlich Arbeit. Das geht nicht. Okay. Nicht, da geht nicht. Also hier ist erstes Fett. Fett ist Ölflasche. Öl ist Fett. Und dann kommt Wasser, das haben wir auch. Eiweiß haben wir auch. Sojabohnen. Kohlenhydrate. Keine Ahnung. Aber nicht. Mineralstoffe, das ist Öl. Olivenöl zum Beispiel. Oder die Ölflasche. Ach, die Ölflasche ist Mineralien. Mineralstoffe. Mineralstoffe. Genau. Und Olivenöl ist Fett. Ob das hier wohl. Geht es nach Reihenfolge vielleicht? Nee. Nee. Das Wasser sieht ja ganz anders aus als meins zu Hause. Es sprudelt. Und grün ist es auch nicht. Es sprudelt. Wow, noch mehr Olivenöl. Wir können hier nicht irgendwie noch was reinkippen oder so. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal raus und versuchen draußen unser Glück. Was ist mit der Stechuhr? Können wir da irgendwas anderes kombinieren? Na, der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Ölflasche? Na, der Koch hat jedenfalls. Ah. Ist bald mal Feierabend? Na, der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Rufus trinkt nur Limette. Limette? So Limette. Achso, das Grüne. was ist. Kann man hier denn irgendwas machen? Nee. Ah. Zum Domizil. Achso, wir hauen einfach mal mit dem Schläger drauf, oder? Ja, jetzt halt. Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Ha, jetzt können wir rausgehen. Ah, okay. Latschen wir rüber. Hey! Oh, da ist hallo. Er. Hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nicht ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich hab keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Tja, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es What? Handelt sich um eine Klonfabrik. Oh. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Selber Prototyp. Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du
Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster.